Recht herzlich willkommen zur 141. Folge von Kerbal Space Programm. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt und da hat sich irgendwie der Mirror geändert. Ah, der Radial Mirror, okay. Ich hoffe, es ist jetzt wieder richtig. Ja, ich hatte den Dralo, der mir geschrieben hatte, und der Mordrak, der hatte mir auch geschrieben. Der Dralo war zuerst, glaube ich, dran, und dann machen wir das. Science Junior fehlt hier. Bin ich jetzt echt am Überlegen. Da ist eine Batterie, ne, oder? Ich glaube ja. Science war hier. Junior ist da. Der müsste doch da am besten hinpassen dann, ne? So geht das doch, oder? Ist auch in der Nähe. Ja, müsste eigentlich klappen, so weiß ich jetzt nicht. Sieht aber ganz schick aus, oder? Ja, eigentlich schon. Den habe ich schon eingebaut in Science Junior. Dann in der Unterstufe muss ein großer Tank. Die Bohr ist sehr durstig. Das würde bedeuten, ich muss das nochmal wegnehmen. Und Fuel Tanks sind hier. Und das ist der richtige dann. Und der bleibt auch immer nett hängen da, ne? Der so, das müsste dann Unterstufe sein, ne? Wie der Drado das so schreibt. Weiß jetzt nicht, ob das so passt. Oh, schon ein bisschen hoch, könnte ein bisschen tiefer, ne? So. Und kann sogar noch ein Stück tiefer. So, jetzt müsste es klappen. Schauen wir uns nochmal an. Und vielleicht sind sie schon im Boden, aber wenn, korrigiert das, glaube ich, das System automatisch. Ach komm. So, jetzt bin ich zufrieden erst. Ja, sieht so aus, als ob das passt. Aber wir haben noch irgendwo was einzubauen. Das hatte der Dralo auch noch geschrieben. Zwischen dem Tank und der Terrier muss noch ein Reaction Wheel, weil der Lander dann doch etwas größer ist. Das ist also da. Reaction Wheel. Wo finde ich das denn jetzt? Ist das hier unten mit drin? Nee. Das waren Instrumente. Das haben wir gemacht. Communication. Ist Electrical? Nein, ne? Das ist Batterie. Nein. Thermal. Ground. Payload? Nee. Oder? Service Bay? Service Bay. Was ist ein Service Bay? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Also, ja. Da ist bestimmt das Reaction Wheel drin. Small Inline Reaction Wheel. Habe ich den jetzt? Ja. Hä? Echt? So klein? Naja, wenn das doch so ist. Der wäre größer. Reaction Wheel. Aber das ist ein Advanced Inline Stabilizer. Aber wir würden Reaction Wheel, hat der Dralo geschrieben. Ist das 1,25? Kann man das irgendwo sehen? Ja. Unter dem... Hä? 1,25 Reaction Wheel habe ich nicht. Ich habe nur dieses kleine hier. 62,8. Und das wäre ein Meter. Also, Dralo, so leid es mir tut, habe ich noch nicht freigespielt wahrscheinlich. Gut, ob das das jetzt bringt, ist die nächste Frage dann, ne? Aber okay. Wenn, kann ich im Minmus-Orbit ja auch noch zurück, hat er mir geschrieben. Also das wäre dann auch noch möglich, falls das hier alles nicht so fruchtet mit dem Tank und so. So, jetzt Action Group. Jetzt kommt das Schlimmste. Ich glaube, wir haben noch keine Dingens, sag schon. Benutzerdefinierte hätte ich jetzt gesagt, ne? Lass uns mal gerade den Länder speichern und wir gehen dann zurück und können wir es ausbauen? Wir müssen es ausbauen können, oder? Vehicle Assembly Building Upgrade.
Das sind 3, 4 Millionen. Geht also. Und dann gucken wir da wieder rein, weil ich glaube, jetzt sollte... Da sind die Customs, okay. Die brauchen wir nämlich dafür, weil wir sollen ja die Instrumente da reinmachen. Das hatte man mir geschrieben. Oh, das sieht jetzt anders aus, kann das sein? So irgendwie so groß die Tür, ne? Oder? Kann das sein, dass das jetzt anders ist? Ich glaube schon, ne? Oder? Wow. Gut, okay, wir gehen mal näher ran erstmal. Und der Dralo hatte geschrieben, soll ich mal da drauf machen, ne? Ja, bei dem großen Ding ist es jetzt ganz schön weit weg, ne? Ne, so muss ich es machen. Und dann sollte ich das hier, Observe Mystery Goo. Ob das jetzt so sinnig ist, weiß ich nicht, weil der kann ja nur einmal benutzt werden, ne? Oder wie war das? Aber ist jetzt auch egal. Lock Pressure Data. Hauen wir da auch rein. Dann das Thermometer. Lock Temperature. Dann nimmt er das alles. Und dann den hier noch. Ich weiß nicht. Das kann er auch so machen. Ich glaube, die Türen gehen dann automatisch auf, ne? Oder? Sollte funktionieren. So, den haben wir, das haben wir. Und. Ja, ich hoffe, das ist jetzt so das, was sich der Dralo vorgestellt hat. Das haben wir jetzt da drauf liegen. Ich glaube, wir können das jetzt hier noch den nehmen. Und dann machen wir den an. Extend Solar Panel. Ach, jetzt macht er alle drei auf einmal. Okay, dann ist das ja gut. Und soll er dann die Antenne noch ausfahren? Machen wir das auch, oder? Soll die Antenne mit ausfahren? Kann nicht schaden, oder? Gut, und wenn wir das machen... Das geht ja automatisch. Ne, das ist schon alles so gut, glaube ich, dann. Das lassen wir mal so. 1 und 2. Kann man das hier testen eigentlich jetzt? Weiß ich gar nicht. Wenn ich jetzt die drücke, dann tut sich da nichts. Schade. Ich will hoffen, dass ich auch die richtigen Tasten dann drücke. Das ist die 1 und die 2, habe ich so richtig verstanden hoffentlich. Aber das kann man mir ja noch sagen. Gut, Action Groups gemacht. Ich glaube, das, was der Dralo geschrieben hat, habe ich alles erledigt. So, dann habe ich noch, was der Mordrak mir sagte. Das war, ich soll mal das mit dem Revert machen, um dann irgendwelche Tests durchzuführen oder sowas. Ab und zu, ganz selten, mache ich mal einen Revert. Meistens dann, wenn mir so ein kleiner Körbel gestorben ist, das tut mir dann so unheimlich weh und dann nehme ich die Aufnahme nochmal neu auf. Dann spiele ich sozusagen zurück. Also ich mache schon mal so einen Test und meistens ist es allerdings nur ein Test, wenn ich da Probleme bei der Aufnahme eigentlich eher habe, dass irgendwas nicht richtig funktioniert hat. Zweimal ist mir schon Körbel gestorben, da habe ich das dann auch gemacht und das tut mir dann doch so sehr weh, dass ich dann wieder zurückspiele da. Meistens sind das dumme Fehler, die das gewesen sind, dass die gestorben sind und das möchte ich dann nicht. Aber es ist, wie gesagt, auch, glaube ich, nur zweimal vorgekommen bisher, dass ich das gemacht habe. Und ich sag mal so, klar, ich könnte jetzt losfliegen und das Ding geht sowieso in die Hose und könnte dann das, wie hieß das, Crash, Kerbal Ramification Artificial Simulation Hub oder so, was der Mordrak mir da sagte, einbauen. Dann könnte ich eine Simulation fahren, kostet mich Geld, wäre sogar... relativ realistisch, das so zu machen. Aber die Simulation fahre ich doch mit Mordrak und mit Dralo, oder? Die machen mir doch und sagen mir doch, das musst du machen, das musst du machen. Und das finde ich ganz cool so. Und deswegen will ich doch jetzt gar nicht das andere machen. Ne, das läuft. Jetzt bin ich hier gerade am Überlegen. Ich glaube, die Rakete steht zu tief, seitdem wir das Reaction-Wheel da reingemacht haben. Das muss nämlich der Mordrak, nee, der Mordrak nicht, der, obwohl, der kann das wahrscheinlich auch. Wir müssen wieder zurück hier.
Das kann der Dralo auf jeden Fall sagen und wahrscheinlich auch der Mordrak sagen, ob unser kleines Reaction Wheel uns reicht, um da zu steuern. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Ah, wir können höchstens gucken. Den speichere lieber nochmal ab und gehe nochmal zurück. Und dann gucken wir nochmal in die Forschung rein. Ob wir da irgendwo 176 Punkte und hier, ach, das sind 160, ja. Das haben wir jetzt schon an Bord, so. Das wäre noch ein Triebwerk. Und was haben wir hier? Ach, das ist noch ein Tank. Zippertrons, das sind Düsen. Noch ein kleines Engine-Triebwerk, glaube. Fuel Engine. Gut, das war es nicht. Das ist ein Tank. Das sind auch nochmal alles Tanks. Adapter, okay. Und das ist ein Jumbo-Tank, okay. Radial Attachment Point. Und hier Stack Separator. Das ist ein Adapter. Docking Port. Okay. Was ist das? Grabbing Unit, okay, da können wir uns irgendwo festkrallen. Das hatte mir der Drala schon mal erklärt. Das sind noch weitere Luftleitbleche und Triebwerke. Hier ist es nicht bei, ne? Ne, da hängen wir noch zurück. Weiß ich nicht, ob wir das mal machen, aber ich glaube nicht. Hitzeschild. Landing Strut, okay. Und das nochmal ein Fallschirm und nochmal. Und hier haben wir eine Fliegespitze, fliegende Spitze. So, das ist ein Advanced Reaction Wheel Modul Large, das ist jetzt Meter. Also dann sieht es fast so aus, als ob wir das nochmal machen werden. Hier war das kleinere drin, oder? Service Bay, ne, das war... Okay, andere Dinge. Labor. Das ist, glaube ich, diese automatische Leiter. Und das auch. Warte mal, wir müssen ja... Wo war das Reaction Wheel jetzt? Da nicht. Wo war das jetzt drin? Super gelaufen, ne? Hä? Schild. Ah, da. Das ist aber zu Ende. Danach gibt's nichts Größeres dann. Field Science. Heat Shield, okay. Sieht alles nicht so aus, dass es hier ist, was wir brauchen, oder? Das ist der Meter, den wir da haben. Was haben wir hier nochmal? Promodyn, das muss ja irgendwas mit Kraftstoff sein. Das ist es auch nicht. Batterie in einer anderen Form. Ja, nee, das sieht dann so aus, als ob wir hier das haben. Der Spaß kostet uns 160, wir haben 170. Das würde bedeuten, ja, wir werden diesmal nicht losfliegen, weil ich würde gerne dann doch darauf warten, dass ihr mir Bescheid sagt, ob wir das noch einbauen, also das noch erforschen und dann einbauen. Was ist drinne? Fly-by-Wire Avionics Hub, das ist, glaube ich, auch in der Dingens ist eine Steuerung drinne. Das ist das Reaction Wheel. Vernor Engine, keine Ahnung, wofür das gut ist. Und hier haben wir nochmal einen Monopropellantank, der dann so aussieht wie der Gu. Vielleicht ist der auch dann genauso groß, um dann den Gu als Kontergewicht zu dienen. Wenn er dann leer wird, ist er dann trotzdem nicht das Kontergewicht. Naja. Okay, dann haben wir das. Gucke gerade hier noch rein. Explore Kerbin, okay. Plant a Flag on the Moon. Duna, Moon. Test. Potential. Position Satellite in a Colonia Orbit around Kerbin und Position Satellite in a Tundra Orbit around Kerbin. Okay. Das sind sehr schöne Sachen, die ich jetzt nicht machen möchte. Aber was mir gerade noch so einfällt, was wir schon ewig nicht gemacht haben. Wir haben ja nochmal nicht rausgescrollt, weil irgendwo
Irgendwo fliegt hier noch eine Sonde rum. Oder vertue ich mich da? Ist das beim Update weggegangen? Weiß ich jetzt auch nicht. Oder ist ausgeblendet, ne? Genau so sieht es wahrscheinlich aus. Hatten wir auch schon mal. Nee. Nicht wirklich. Aber wo ist das alles? Das ist die Frage. Körben. Dralos Escape Debris. Wo ist denn der? Wird das jetzt nichts angezeigt, ne? Sorry. Das ist Körben. Das ist Dresden. Nee, Jola. Bin ich jetzt auf dem Holzweg irgendwie? Da ist Duna. Das war irgendwo im Orbit von Duna doch das Ding, oder? Oder würde Duna schneiden oder so? Hä? Ja, jetzt mache ich einen Doppelklick da drauf, dann springt er natürlich rein. Das ist auch klar, da wollen wir auch nicht drüber reden, ne? Sehr schönes Ding hier. Zack, ins Zentrum zurück. Tracking Station. Die können weg, Debris. Oh, was haben wir jetzt auch gerade nicht da? Toggle Landers. Okay. Eigentlich ist es hier, dieses. Mach das mal alles aus, andere. Kann man auch alles ausmachen? Ne, Time Up to Next Morning. Und dann haben wir Muna Alpha. Zweimal. Die sind um Körben rum, ne? Ja. Das ist jetzt komisch. Toggle Relays. Minmus V3 Relay. Ach so, das ist ja auch hier, ne? Gut. Die sind da. Passt, aber mir fehlt jetzt der eine. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Ist er abgestürzt, ohne dass sie es gemerkt haben? Um Duna rum war der, ne? Und das ist hier. Haben wir nicht Planes. Stations haben wir auch nicht. Ships. Das sind dann diese hier. Martha's Kapsel. Auf was. Das ist aber nicht das, was wir da jetzt unterwegs haben. Das sind ja die, meine ich, die jetzt noch offen sind, ne? So, hier ist was. Desplus Debris. Moon Rescue 4. Das ist da. Aber das war ja Duna. Oder Eve? War das Eve? Ich weiß es nicht mehr, nee, oder? Oh, so ein Shit, ey. Vielleicht weiß das noch einer. Minmus. Also wenn, dann waren das diese hier. Aber es kann auch sein, dass es irgendwie mal schief gegangen ist oder sowas. Und dass es jetzt nicht mehr da ist. Ja, ist dann so. Okay.
Jo, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.